So, hallo, wir machen weiter. Bei einer nächsten Runde von Red Redemption. Und ja, wir haben letztes Mal so ein bisschen gesehen, was diese Challenge macht, was sie verlangt und so weiter. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich mal ja, erweitern, indem wir jetzt mal gucken, ob wir denn hier irgendwas rauskriegen können. Ich denke, das Ziel wird es sein, möglichst schnell die passenden Räume zu finden. Und ich würde dafür mal Folgendes probieren. Wir haben ja gesehen, wir sehen anhand der Art der Türen, ob es zum Beispiel zu einem Itemraum, Bossraum etc. führt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in jede Richtung zwei Räume weit. Und dann gucken wir mal, ob wir da schon was sehen. Und wenn wir was sehen, dann ist es ja gut. Und wenn wir noch nichts sehen, dann ist es schlecht. So. Okay. Na, jetzt gehe ich, jetzt habe ich hier gesehen, nach links und rechts sind auch ganz normale Räume. Klar, es könnten geheime Itemräume sein und sowas. Das ist. Guck mal hier zum Beispiel jetzt. Da haben wir doch schon was gefunden. Das war dumm. Aber da haben wir doch jetzt schon was gefunden. Das ist doch schon mal ein Anfang. Junge. So, dann wollen wir doch jetzt mal erstmal das Herz holen wieder. Dann wollen wir doch jetzt mal gucken, ob wir hier nicht schon relativ weit kommen. Weil guck mal, da ist der nächste Raum, der dran angrenzt und so weiter. Und das muss ich ja alles, dafür brauche ich ja alles den Red Key nicht. Na, das ist ja, dafür brauche ich den ja nicht. Vielleicht ist die Challenge nämlich doch nicht so lange, wie ich gedacht, wie ich denke, wenn man da diese Räume halt findet. Und guck mal, wie viel hier dran hängt. Wie viel hier einfach dran hängt. Das ist ja insane. Das ist ja fast schon die komplette Ebene. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es so eine XL-Ebene ist, die sich hier aufbaut und verteilt. Und dann, wenn wir das sozusagen schaffen, dass nichts passiert, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass auch Dark Esau nicht Hallo sagt. Das wäre ja äußerst wünschenswert. Was ich halt noch nicht weiß, ist, wie man dann zu Mother kommt. Ob man mit einem Knife was machen muss. Weil normal. Oh, da ist schon der Bossraum. Sehr gut. Dann haben wir schon den Ausgang gefunden. Dann können wir jetzt alle Red Keys verschwenden, denn wir haben einen Ausgang. Na, wir können jetzt dann auf jeden Fall, ich würde soweit auf jeden Fall alles nutzen, was wir haben, aber halt Dark Esau nicht beschwören. Den möchte ich nicht beschwören. Das geht dann nur schief. So, aber hier ist dann schon mal ein Bossraum. Dann wäre es natürlich schön, noch einen Itemraum zu finden. Klare Sache. Ja, aber die Frage ist eben, kommt man dann einfach so zu Mother oder halt nicht? So. Da oben kann ich auch noch gratis rein. Dann haben wir jetzt allerdings noch nichts. Noch keinen von den... Ich gehe davon aus, dass es zwei Itemräume sind. Haben wir noch keinen von den beiden Itemräumen gesehen. Okay. So. Aber hier ist auch noch ein Raum nach drüben. Das ist voll Zufall, dass mal so viel aneinander hängt. Das war vorher mal nicht so. Das ist jetzt wirklich purer Zufall, aber das ist sehr gut, weil das schon sehr viele Räume cleart. Denn alle die Räume, die jetzt hier angrenzen, alle die Räume können ja schon mal nicht der Itemraum sein. Das heißt, die kann ich alle erstmal auslassen, theoretisch. Na? Natürlich könnte dahinter was kommen, das ist mir schon auch klar. Aber also hier ist schon mal effektiv nichts. Dann würde ich jetzt mal hier nach oben gehen, denn da kriegen wir die meisten Räume sichtbar. Ich könnte das selber verschieben, das ist ja auch interessant. Okay. Ich dachte, ich kann zweimal schießen. Da hat es den schon in die Luft gejagt, ist in Ordnung. Ah, guck mal, da nach oben geht es nämlich auch wieder. So, diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger mit dem Kollegen. Sowas wie Kompass finden wir halt insane. Na?
Und er hier kann mir halt sowas geben. Deswegen, ich will ihn jetzt nicht sprengen. Okay, sehr schön. Auch wenn es nur eine Münze ist. Diesmal gehe ich weiter weg, bevor ich sprenge. Aber eigentlich ja, eigentlich sind es drei Schüsse. Wieso ist das Ding sofort in die Luft geflogen? War das schon so vorbelastet? Durch die komische Spinne? Oder habe ich das versehentlich ein paar Mal getroffen? Ich habe nicht verstanden, warum das so in die Luft geflogen ist, ne? Also wirklich nicht. So, aber hier müssen wir auf jeden Fall die Chance annehmen, dass der mir hier irgendwas Brauchbares geben könnte. Und wenn es nur ein HP-Ab ist, dann ist es ja auch geil. Ist ja dann besser wie nix. Aber Kompass wäre das absolute Ziel. Kompass wäre das absolute Ziel. Itemraum. Wir haben gerade echt Glück, dass die so zusammenhängen. Wir haben gerade echt mega Glück, dass die so zusammenhängen. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben gerade echt Glück. Das ist vor allem... Doch, das ist ein normaler Itemraum. Teleport. Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Das würde ich dann eher nicht mitnehmen. Da ist mir dann der Dad's Key ein bisschen lieber. So, aber wir wollen so viele Räume clearen wie möglich, ohne dass wir uns hier mit dem Kollegen rumschlagen müssen. Aber schön wäre es natürlich auch, den zweiten Bossraum zu finden. Und wir sind hier übrigens am Ende der Map angekommen, okay. Schön wäre es natürlich auch noch, den zweiten Bossraum zu finden. Dass wir zwei Items mitnehmen können. So, im Moment kein neues Geld. Ich gehe mal nach rechts weiter. Es ist halt, also ich glaube, es bleibt Glück, wo man landet. Also was man findet. So, ich glaube, da gibt es wirklich keine Möglichkeit zu sagen, ja, du musst so und so gehen. Ich denke, man kann halt nur geschickt vorgehen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dann sehe ich die meisten neuen Räume. Das ist auch ein relativ einfacher zu clearender Raum. Und hier würde ich jetzt nach rechts weitergehen. Was wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist, dass wir am Anfang weiter nach links sind, ne? Da könnte natürlich auch noch Zeug sein. Ja. Vielleicht wollen wir mal nach links vom Anfang aus weitergehen. Man weiß es halt nicht, ne? Das ist das Ding. Und noch muss ich einiges gucken. Ich habe bisher nur einen Itemraum gefunden. Es gibt also noch einen zweiten. Und ich habe nur einen Bossraum gefunden. Ich meine, es ist schon mal gut. Wenn wir nachher keinen Red Key mehr haben sollten, wenn dann nachher nichts mehr übrig ist, dann ist das voll in Ordnung. Ah, eigentlich könnten wir hier mal Charalas machen. Mit Geld hoffen. Weil da kam leider kein Geld raus. Aber hätte sein. Oh, hier hätte ich Charalas. Scheiße. Hier wäre es besser gewesen. Naja, was soll's. Okay, ist ein HP ab, aber ist ja in Ordnung. Solange ich das nicht verliere, indem ich Dings hole, ist ja alles gut. Und wie gesagt, Dings müssen wir nicht mehr holen. Sobald wir den Bossraum finden, haben wir den Weg fertig. Dann alles, was danach kommt, ist Bonus, was man noch findet. So ein Ding ist das.
Und wir hätten noch einiges, was wir hier finden können und wollen. Also, ne, so ist nicht. So ist es nicht. Jetzt gehen wir mal nach hier weiter. Oh, ein Satan-Deal. Ein nicer Satan-Deal. Das nehmen wir doch sofort mit. Überleg nur gerade, aber... Ne, wir nehmen das hier mit. Brimstone ist auch nice. Aber das hier gefällt mir besser erstmal jetzt so. Öh, ein Dice Room. Was macht denn die drei? Ah, warte. Ihr habt mir einen Hinweis gegeben, was die 3 macht. Man sieht das. Ach so, ja, gut, man sieht den Würfel. Man sieht die Art des Würfels, die das gleiche macht. Aber jetzt müsste ich wissen, was dieser Würfel macht. Insofern nützt mir es leider dann doch nichts. Die 3, Rerolls all Pickups. Ach so. Na dann. Okay, Pillen sind riskant, weil wenn man Amnesia bekommt, ist es scheiße. Aber wir haben ja schon den Weg gefunden. Insofern, selbst Amnesia kann jetzt uns nicht wirklich viel ausmachen. Okay. Ah, shit, da habe ich nicht aufgepasst. Sollten wir noch mehr HP-Ups finden, würde ich natürlich mir noch den Kollegen hier holen, ne? Also Brimstone ist schon ein Ding, aber wir haben halt, hätten dann halt nur noch ein Herz im Moment. Ist das der normale? Nein, das ist ein Spezial-Item-Raum. Mit Reroll-Funktion. Book of Secrets. Book of Secrets. Kann ich damit die Map? Yes! Okay. Okay, Dad's Key kann mir sowas von gestohlen bleiben. Ich kann allerdings noch rerollen und was besser. Kann ich den nochmal rerollen eigentlich? Oder ich habe jetzt ja was genommen. Wie wirkt sich das auf den jetzt nochmal aus? Tatsächlich. Okay, aber die will ich auch nicht haben. Okay, aber ich kann jetzt hier noch mehr rerollen. Das ist doch gut. Und jetzt kann ich nämlich alles ablaufen. Und das Schöne ist ja, wenn sich das weiter aufgeladen hat, dann kommen auch noch die Symbole dazu. Oh mein Gott, ist das gut. Es zeigt einfach an, wo die Sachen sind. Also selbst wenn es nur den Dings auslöst, selbst dann... Oh, ist das gut. Okay. Okay. Das ist mein Run. Das ist mein Run. Fantastisch. Fantastisch. Ich würde gern das hier haben, weil dann können wir uns wirklich... Dann könnten wir uns wirklich Brimstone holen, ne? Naja, gehen wir mal die anderen Sachen ab. Jetzt ist es ja wirklich kein Problem, im Prinzip diese Wege zu finden. Das heißt, wir haben es ja gefunden. Oh, das ist jetzt richtig gut. Das ist jetzt richtig gut. Wir werden niemals Dark Esau begegnen. Wir werden niemals mehr Dark Esau begegnen. Sehr, sehr gut. Genauso brauchen wir das. Optimal. Das kam durch einen Reroll. Das kam durch einen Reroll, das Book of Sea. Es gibt ja keine... Gibt es noch Geheimräume? Also ist jetzt beides nicht das geilste Item, aber... Warte, der macht die schon auf, oder? Lasst mich...
Ich glaube, das nützt mir. Ich glaube, der nützt mir nichts. Ich glaube, der Hut nützt mir in dem Fall nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mir so nichts nützen wird. Ne, der revealt sie nur. Ah, der zeigt aber alle Raumarten an, die nebenan sind. So, aber das bringt mir ja gar nichts, weil ich ja eh über nach 6 Räumen habe ich ja eh die Map offen. Nee. Dann nehmen wir den Lost Protector mit. Ist jetzt nicht das genialste Item, aber ist in Ordnung. Okay, hier gibt es noch eine Coin. Gehen wir noch die anderen Räume durch. Die kann ich halt gratis durchgehen. Genau wegen sowas hier. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch Kohle für Dings, ne? Für das Pflaster. Das Pflaster wäre schon cool. So, und mit Glück wird das Book of Secrets uns jetzt gleich den nächsten guten Teil geben. Das war knapp. Denn jetzt ist es wieder aufgeladen. Haben wir nicht irgendwo sogar eine Batterie gehabt? Ich weiß es nicht. Ah ne, die habe ich glaube ich weggemacht. So, mal gucken, was passiert. Okay, wahrscheinlich wäre es wieder der Map-Effekt gewesen. Okay, also ich meine, irgendein Effekt ist es ja immer und... Wenn man die Map schon hat, dann ist... Ah, guck mal, hier drüben ist... Ah, da könnten wir jetzt verbinden. Da können wir jetzt nach drüben verbinden. Da machen wir das doch fix. Wir verbinden einmal nach drüben. Ich glaube, einmal darf ich noch machen, ohne dass Dark auftaucht, ne? Oh! Nehme ich gleich mit, weil sonst lasse ich das liegen. Ich kenne mich ja. Sollen wir mal versuchen? Ja, komm. Ah. Pech gehabt. Kein Geld heute in den Töpfen. Absolut kein Geld. Absolut kein Geld in den Töpfen. Nur Pech haben wir heute hier. So, 6 Münzen. Da hoch will ich noch gerne. Es müsste mit einem Ding noch möglich sein, weil dann ist da nämlich der andere Boss. Das ist das Ding, ne? Ja, jetzt nicht mehr Q drücken. Jetzt nicht mehr Q drücken. Ganz wichtig. Jetzt nicht mehr Q drücken. Wenn ich jetzt nochmal Q drücke, kommt der Meister, den wir nicht haben wollen. Ciao. Sehr schön. 7. Ja, hier ist der andere Boss. Okay. Dann haben wir beide Bosse gefunden. Das ist auch gut. Dann ist dahinter vielleicht noch ein Itemraum, weil hier kann er jetzt ja nicht mehr sein. Oder haben wir schon beide... Bin ich doof? Ne, wir haben beide Itemräume. Ich bin doof. Alles gut. Wir haben beide Itemräume. Ich bin nur blöd. Alles gut. Ah! Tearstone war jetzt nicht so geil. Aber es gibt Schlimmeres. Damage up. Okay. Gehen wir mal in den Kampf rein. Das war knapp. Ich weiß nicht, warum ich so riskant unterwegs war gerade. Ciao. Okay, sehr schön. Das gibt nochmal ein blaues Herz dazu und Range Up. Und was haben wir jetzt hier drüben noch? Ein normaler Raum. Okay.
Dann gehen wir jetzt noch zu dem anderen Bossraum. Und wenn wir dann nicht genug Geld zusammenbekommen haben, dann ist es halt so. Jetzt mit dem Tears Down ist Brimstone vielleicht echt nicht die geilste Idee, oder? Ich bin mir echt unschlüssig. Also den anderen Boss müssen wir auf jeden Fall noch machen. Zehn. Was war hier drüben eigentlich? Nichts weiter. Oh, den habe ich einfach nicht mitgenommen. Was ist denn da los? Hier wären nochmal Töpfe, aber eigentlich zu wenig, um das zu probieren. Okay. Einmal Flug-Insekten-Dings. Sehr schön. Sehr schön. Und der letzte Raum. Vielleicht nochmal Geld. Ja, aber es reicht nicht. Nee, dann belassen wir es dabei. Dann belassen wir es dabei. Ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Dann gehen wir weiter. Ach so, stopp. Ich habe noch ein Item zum Rerollen. Dann nutze ich mein Geld dafür. Dann nutze ich mein Geld dafür. Ich kann noch eine Sache rerollen. Stimmt. Hä? Wieso liegen plötzlich überall Sachen, die ich nicht eingesammelt... Ach, wait! Ja! Der hat auf dem kompletten Floor rerollt, sehe ich das richtig? Der D3 hat auf dem kompletten Floor, nicht nur auf dem Boden im... Ich lese immer Floor und denke, es ist der Boden vom Dice Room gemeint. Nee, Floor ist der komplette, die komplette Ebene. Der rerollt auf der kompletten Ebene. On the entire Floor. Ich lese immer Floor und denke bei Floor halt an Boden. So, was ja logisch ist, ne? Aber es ist ja Quatsch. Also es ist nicht Quatsch, aber... Oh Mann. Oh Mann. Ja, natürlich. Natürlich. Das hat der gemacht. Ich bin ja blöd. Deswegen sind plötzlich überall Schlüssel und Münzen aufgetaucht, wo ich dachte, hey, wieso habe ich die nie eingesammelt? Ich bin ja voll doof. Ja, jetzt ist alles klar. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. So, was kriegen wir jetzt hier Hübsches? Nee. Okay. Okay. Bevor wir einen Müll bekommen, nehmen wir das mit. Oder bevor wir gar nichts bekommen, weil ein Spacebar-Item kann ich nicht mitnehmen. Spacebar-Item muss ich genau das behalten, was wir jetzt haben. So, ich hoffe jetzt mal, dass auf der nächsten Ebene dann der Red Key auch von vorne losgeht. Aber ich glaube, wir haben das schon mal gesehen. Ich glaube, der ging schon mal von vorne los, ne? Baseball-Item ist aufgeladen, das heißt, wir können direkt die Map revealen. Das ist Optimum. Sehr, sehr gut. Abflug. Ich bin guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. So, was macht jetzt mein Book of Secrets mit mir? Nice! Ah, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Das ist genau, was wir gebraucht haben. Oh, es ist fantastisch. So, dann gehen wir einmal komplett nach rechts, bis wir auf unsere Map stoßen. Oha! Der Effekt grundsätzlich ist eigentlich nicht verkehrt. Und für ein Herz würde ich den mir mal mitnehmen. Gibt es mir außer dem Effekt noch was? Ich muss da... Das sind Items, die sollte ich eigentlich nicht mehr nachgucken müssen. Ich weiß. Die sollte ich eigentlich nicht mehr nachgucken müssen. Aber gibt es mir noch zusätzlich was?
Nein. Okay. Aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, das ist jetzt voll cool, dass die so am Rand einfach entlang wuselt. Ja, allerdings um die kümmert sie sich nicht, weil die nicht aufgehen. Ah, aber ich kann hier meinen... Oha, ich kann den Atem einfach nutzen. Oh, den Atem hier zu nutzen ist ja insane gut. So. Tschüss. Okay, und wir kommen zur richtigen Ebene. Sehr schön. Ja, so läuft es doch. Ja, so stelle ich mir Red Redemption vor. Das ist doch... Das ist doch genau, was wir suchen. Da werden blaue Feuer draus jetzt. Ah, der hat mich natürlich noch getroffen. Natürlich muss der mich noch treffen. Klar. Warum denn auch nicht? Okay, mit ein bisschen mehr Bomben würde ich hier nochmal zurückkommen. Aber mit 3 Bomben würde ich es erstmal lassen. Und Sachen sprengen, die mir sicher was geben. Weil blaue Feuer haben ja nur eine Wahrscheinlichkeit. Aber sollten wir dann zum Beispiel statt dem blauen Feuer noch einen Tinted Rock finden? Und ich kann den nicht mehr... Jetzt mache ich keine Pillen mehr. Andererseits, was kann schlimmstenfalls passieren? Nee, wir machen erstmal keine Pillen mehr. Das war dumm. Sag mal... Okay, was passiert? Ah, sehr schön. Perfekt, genau was wir brauchen. Was ich jetzt natürlich schade finde, aber damit habe ich auch nicht gerechnet, muss ich gestehen. Es wäre nur cool gewesen, wenn es passiert. Ist, dass wir... ich gehe erst um den Boss übrigens rum. Ich will erst die Itemräume mitnehmen. Ist, dass wir... nicht sehen, ob irgendwelche roten Räume noch irgendwas beinhalten würden. Ne? So Geheimräume, die geheime Items haben und sowas. Die könnte es ja auch geben. So wie der hier zum Beispiel. Genau sowas meine ich. Das war ein Speed-Up. Schön. Können wir gut gebrauchen. Vor allem, da wir ja auch den Small Rock mitgenommen haben. So. Oh, stimmt. Hätte ich jetzt das Book of Secrets nicht... Entschuldigung, ich bin gerade echt laut geworden. Hätte ich jetzt das Book of Secrets nicht, könnte mir ja auch die Liberty Cap ab und zu mal die Map zeigen. Die wäre ja auch voll gut dann dafür geeignet. Richtig. Die ist auch voll gut dafür geeignet. Aber das Liberty Cap hat noch andere gute Vorteile, deswegen nehme ich den jetzt auf jeden Fall mit. So, zack. Verbindung hier nach drüben schaffen. Ey, das Book of... Das ist so gut, ne? Das ist einfach eines der Items, die wahrscheinlich die Challenge halt wirklich machbar machen. Weil nicht zu wissen, wo irgendwas ist... Also, schaut euch das an. Da suchst du dich ja kaputt. Und dann ist klar, dass Dark Esau mal vorbeischaut und sagt, hi, hier bin ich. So können wir das jetzt komplett verhindern. Optimal. Ich würde, wie gesagt, mit den Pillen noch warten. Vielleicht finden wir noch ein PhD oder ein F8, also ein... Ist es ein FHD? False Pills? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich würde auf Money ist gleich Power gehen, aber ich bin auch am Gedanken zu rerollen. Nein, ich gehe auf Money ist gleich Power. Wir brauchen Schaden. Ich werde zwar auch wieder Sachen verkaufen, aber grundsätzlich Money ist gleich Power dabei haben, kann nicht schaden. Grundsätzlich Money ist gleich Power dabei haben, kann überhaupt nicht schaden. Wie gesagt, ich werde sicherlich auch zwischendurch Sachen verkaufen. Können wir jetzt eigentlich noch irgendwas machen mit dem Book of Secrets? Wir haben alles, oder? Ja, wir haben alle. Jetzt hat er hier drüben was freigesetzt. Warum hat er jetzt da was freigesetzt? Hä, was war das denn jetzt für ein komischer... Okay.
Aber da komme ich ja nicht mal ran an die Dinger. Also ich sehe das. Ich sehe das Teil, aber ich komme ja nicht ran. Ja. Komm nicht ran. Also wenn wir mal fliegen lernen, dann hole ich es mir. Ach so. Ich muss sowieso hier durch. Und ich würde aber, wie gesagt, ich würde jedes Mal den Red Key komplett aufbrauchen, um natürlich eben noch die Möglichkeit zu haben, weitere Dinge zu finden, die uns vielleicht, vielleicht etwas bringen können. Steam Sale It Go. Ich weiß nicht, was ich laber, aber Steam Sale. Ja, damit. Großartig. Nicht so großartig. Aber voll okay. So. Ich weiß, wir haben Money is gleich Power. Ich werde es auch nicht vergessen. Aber wer sagt denn bei sowas nein? Also Real Talk. Sollten wir übrigens den Kompass oder so finden, dann hat sich das Book natürlich schon erledigt. Ne? Ganz wichtige Geschichte. Oh, das ist jetzt auch interessant. Das ist jetzt auch interessant. Jetzt bin ich gezwungen, andersrum zurückzugehen. Angenommen, ich hätte jetzt meinen. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, dass das passieren kann. Wow. Angenommen, ich hätte jetzt meinen Red Key komplett aufgebraucht. Ne? Ich komme nicht diesen Weg zurück. Ich muss jetzt durch einige rote Räume gehen. Angenommen, der Red Key wäre jetzt völlig aufgebraucht, wäre das schon scheiße. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht raus. Keine Chance. Oha. Oha. Das ist sehr gut zu wissen, dass das passieren kann. Weil jetzt komme ich, glaube ich, gerade so mit dem Red Key da runter. Ich muss halt wieder nach drüben. Drei Räume sind's. Ne, wir haben schon noch. Gut, 10 Räume hätten wir noch mit dem Red Key. Aber das ist sehr gut zu wissen. Dass es teilweise auch riskant werden kann, solche Räume zu betreten. Wenn man nicht weiß, ob sie zu allen Seiten offen sind. Und man vielleicht den Red Key braucht, um wieder rauszukommen. Das ist sehr interessant zu wissen. Ich komme von der Seite aus rein. Na, aber wenn ich jetzt da reingehe, dann lande ich nämlich so da drin. Das ist äußerst interessant. Okay. Das war eine sehr wichtige Information. Gut, dass wir das nicht auf die schmerzhafte Weise... Oha. Ich meine... Ne? Tut ja erstmal nicht weh. Haben wir erstmal Geld bekommen natürlich. Und Money ist ja Power. So. Okay. Dann gehen wir jetzt zu den Bossen. Und danach haben wir alles geklärt und können gucken, was wir noch mitnehmen aus der Ebene. Weil, wie gesagt, die Räume würde ich auf jeden Fall noch ausprobieren, die noch übrig sind. Also so, dass der Red Key sozusagen halt noch genutzt wird. Ach, scheiße. Na, die würde ich auf jeden Fall noch... Alter! Ich mach schon wieder Scheiße hier. Die würde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Und ansonsten ist dann dabei belassen. Logischerweise. Waren das jetzt nur 5 Münzen? Ich dachte, das ist heller. Ich dachte, das wären 20, aber gut. Habe ich wohl nicht richtig hingeguckt. Hat mein Secrets jetzt noch irgendwas revealed? Nö. Wüsste auch nicht, was es noch revealen soll, aber... Ich wollte halt mal gucken.
So. Okay, dann machen wir jetzt den ersten Boss. Den anderen sind wir ja vorhin erstmal umgangen. Oh je. Auf dich habe ich ja gar keinen Bock, ne? Aua! Ah, mein Gott, ich hasse dich. Gut, dass ich da ausgewichen bin. So. Land auf dem Boden und heul wie ein Baby, du Scheiß, wie ich hasse dich so sehr. So, heul. Heul! Du Drecksding, ey. Oh, das sind alles nur Pillen. Aber ich meine, jetzt, was kann jetzt schlimmstenfalls passieren? Speed down. Eieieiei. Nice. Feels like I'm walking on sunshine. Okay. So ein paar Pillen zu finden, ist ja nicht schlecht, die gut sind. Nein. Aber die ganzen blauen Herzen jetzt verlieren war schon nicht so... nicht so angenehm, möchte ich mal betonen. Okay, da unten haben wir noch zwei Räume, die wir einfach so mitnehmen können. Ah, das wird immer kritischer. Aber ich glaube, Haufen finde ich eher noch, ne? Wo spreng ich die meisten Felsen? So, ne, so komme ich aber nicht ran an das Ding. Komm so ran. Hm, Steine sprengen oder... Huch. Oder Haufen kaputt machen. Was bringt mir am Ende mehr Münzen? Nehmen wir den Kollegen damit. So, jetzt zum anderen Boss. Es ist halt viel Lauferei, ne? Ich weiß schon, es ist viel Lauferei. Aber ich kann es nicht ändern. Ja, wie gesagt, die meisten schlechten Pillen sind jetzt eigentlich nicht mehr so schlimm. Die wir noch übrig haben. Ist eigentlich alles jetzt okay? Oh, vielleicht bin ich dumm und nehme auch mal das Herz mit. Warum? Warum? Warum lasse ich es einfach liegen? Was ist falsch mit mir? Warum lasse ich es denn einfach liegen? Was zur Hölle? Da musste ich mir jetzt schon selbst an den Kopf fassen, mal wieder. So. Auch du bist jetzt nicht gerade der angenehmste Boss. Da holen wir uns doch gleich erstmal Damage ab hier. Sehr schön. Noch mehr Damage. Ich meine, es ist ja nicht viel. Ne? Eine Münze macht jetzt 0,04. Das ist jetzt nicht so, dass das mega der Unterschied ist, wenn man eine Münze einsammelt. Scheiße. Aber es verändert schon was. Okay. Toll. Cool wäre jetzt natürlich noch, wenn wir zusätzlich noch Spektraltränen hätten bekommen irgendwie.
So, und jetzt haben wir im Prinzip freie Wahl. Jetzt können wir noch mit unserem restlichen Schlüssel so viel rumschlüsseln, wie wir wollen. Nur da weiß man halt nicht, was man alles so finden kann. Man kann alles Mögliche noch finden, das ist ja das Schöne. Oh mein Gott! Das ist jetzt ziemlich gut. Ich muss nur auf meinen Schlüssel achten. Gehen wir mal hier runter. Hier ist alles relativ normal. Gehen wir mal hier runter. Dann gehen wir vom Start aus mal noch nach rechts. Ja. Hier ist nichts. Weiter nach rechts. Einen Move habe ich noch, ne? Einen Move dürfte ich noch haben. Jetzt habe ich keinen. Ich habe einen geheimen Itemraum gefunden. Jo, was bist du denn? Ich kenne das Ding, aber ich kann gerade nichts damit anfangen. Undefined. Upon use, teleports you to one of the following rooms at random. Ach so. Das ist ein. Nee, das ist ein random Teleport-Dings. Nee, das wollen wir nicht. Dann wollen wir hier einmal rerollen. Die Bombe ist zu nah. Das ist jetzt, glaube ich, was ich nicht will. Macht das nicht, dass die um mich rum sind, dann die Dinger? Wobei das vielleicht mit den Teilen sogar cool wäre? Ja, Orbiting Tears, genau. Ach nee, das ist der Quatsch. Ah, scheiße, dass ich das gesprengt habe, war dumm. Mist. Ich bin skeptisch, was die angeht. Nee, ich bin da sehr skeptisch. Die lassen wir mal. Und da wir jetzt auch alles gesehen haben und ich keine Red Key mehr übrig habe, gehen wir. Wir gehen. Kein Q mehr drücken, kein gar nichts. Ach, die Coins, da waren in der Mitte. Nee, dann Abflug. Abflug. Was ich... wobei... Ah, ja, okay. Das wird euch jetzt nerven. Das wird euch jetzt, glaube ich, böse nerven. Komme ich an das Herz ran? Ja, also an das Herz kann ich ran. Komme ich an das Herz da unten ran? Oh, hier ist noch eine Pille. Okay. Wir nähern uns, Dings. Nein, an das Herz komme ich nicht ran. Dann haben wir ein Herz, an das ich rankomme, bisher. Ein Herz. Da komme ich auch nicht so wirklich... Oh, das sind sogar zwei Herzen, aber ich komme an die nicht ran. Es ist bisher wirklich nur ein Herz, ne? Im Shop kann ich noch eins kaufen, okay. Ja, aber das macht jetzt nicht... Nicht so super attraktiv. Komme ich an das Herz da drüben ran? Ja, an das komme ich ran. Ich bin unschlüssig.
Wow, vorsichtig. Müssen wir mal was testen. Zieht mir das jetzt ein ganzes ab oder ein halbes? Okay. Das war ja nicht so angenehm jetzt. Muss ich gestehen. Aber wir haben dann jetzt die vierte Opferung schon hinter uns, ne? Wie viel waren es bis zum Engel-Item? 6, oder? Oder 7? Könnten auch 7 gewesen sein? Also 4 Random Chest oder Nothing, 5 3 Coins oder nochmal Yuffie Blessed, 6 Devil or Angel Room oder Chest und 7 Random Angel oder Soul Heart. Ja, komm. Im besten Fall kriege ich ja meine Herzen zurück über ein Engel-Item und sowas, also sollte hinzukriegen sein. So, das waren die 3 Coins. Das war die Random Chest. Und jetzt kommt eventuell ein Engel-Item oder das war's halt. Redemption. Was macht Redemption? Wir haben in Red Redemption das Item Redemption bekommen. Deliver me from evil. Every time you enter a devil room and choose not to take an item, you get plus one damage up upon entering the next floor. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt hier in diesen Devil Rooms auch funktioniert. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ob das hier in diesen Devil Rooms, wenn man sie findet, auch so funktioniert. Da bin ich mir unschlüssig. Das kann sein, muss aber nicht. Okay. Vorsichtig. Nicht jetzt dumm laufen. Das wäre jetzt dumm. Okay. Ich probiere jetzt was. Aber ich fürchte, das wird... Nee, die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg. Das geht schief. Die sind zu weit weg. Nee. Nee. Das eine Herz können wir uns holen, was da unten ist. Na, das eine Herz da unten können wir uns holen. Genau, das hier. Aber alle anderen Herzen müssen wir liegen lassen. Wait, was ist mit dem Halt, stopp. Muss da nochmal kurz wohin? Sicher ist sicher. Lieber einmal zu oft geguckt, als einmal zu wenig und dann bereut. Was ist mit dem Herz hier unten? Da fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Sehr schön. Okay. Dann jetzt Ebene 3. Ich denke mal, da wird mich jetzt auch der Fuß erwarten. Bei einem der beiden Bosse. Also nicht Ebene 3, sondern es ist ja, alles ist ja XL. Wir sind also praktisch jetzt in Devs dann gleich als nächstes. Okay, Secrets Buch ist aufgeladen. Wir werden also gleich alles sehen. Let's go. Dank Devs. Okay, Achtung, ich setze ein. Zack. Das wäre aber auch wieder ein ganz schön weiter Weg, um es wirklich zu finden, das Zeug, ne? Also ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal nach unten gehen oder so und dann wäre ich halt völlig lost gewesen. Also, ab nach oben. Ja, cool. Ja, wenn die mich treffen, wäre es nicht mal schlimm. Okay, wichtig zu merken, an diese Herzen kommen wir ran. Geheimer Itemraum, stabil.
Oh, sehr nice. Sehr nice. Oh, oh. Kommen wir, schaffen wir das, die Viecher kaputt zu machen? Ohne, ja, perfekt. Schön behalten, den Kollegen da. Schön im Auge behalten. Boss gefunden direkt. Interesting. Das heißt, den lassen wir natürlich erstmal in Ruhe. Denn ich weiß zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt den Fuß erwische, ob es dann schon vorbei ist. Na, da muss ich aufpassen. Es könnte ja sein. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal das Ganze schön ruhig angehen und abwarten, was passiert. Okay, da komme ich nicht ran. Also einmal außen rum. Aber erstmal hier rüber. Könnt ihr da Itemraum dran? Oha! Hier, magst du mal da oben so einen Stein weg? Ach komm, ich habe genug Bomben. So. Da wäre es jetzt rückblickend übrigens besser gewesen, Dings mitzunehmen, aber was soll's. So, gleich ist dann mein Buch auch aufgeladen wieder. Vielleicht sehen wir dann die Symbole, wo was ist, dass wir auch wissen, wo die wichtigen Dinge sind. Nein, da hat mir leider nichts angezeigt. Aber es ist halt auch Zufall, ne? Das Book of Secrets tut halt immer sehr geheimnisvoll. Okay, gehen wir mal hier hoch weiter, um den Boss rum. Okay, vorsichtig, gefährliche Kiste. Müssen wir nicht rangehen. Okay, vorsichtig. Sehr schön. Gut. Und jetzt wieder rüber. Und dann einmal hier rüber. Ach, da wäre ich auch so reingekommen. Übrigens sehe ich gerade, das war kompletter Quatsch. Aber ist okay. Ah ja. Gut, dann gehen wir jetzt von dem Raum mit dem halben Herz aus nach rechts weiter. Also wenn man aber sowas wie das Book of Secrets nicht findet, dann bin ich ganz ehrlich, dann sehe ich mich schon eine Stunde in dieser Challenge, eine Stunde in jedem Floor hier hängen. Also, okay, jetzt haben wir das, was wir wollten. Sehr schön, die beiden Itemräume sind klar, der andere Bossraum ist klar. Optimalo. Was ist das denn? Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wie komme ich denn da rein? Da komme ich gar nicht rein. Die will ich einfach abschießen. Na, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Da fackel ich nicht lange. So. Okay, wir wollen in den Geheim-Itemraum hier rein. Ja, das können wir mitnehmen. Es ist nichts zum Rerollen. Insofern ist das okay. Nicht mein Favoriten-Item, aber ist in Ordnung. Schlecht ist es nicht. Muss man ganz klar sagen. Schlecht ist es nicht. Der mir nicht mal mehr Geld hier mein. Oh, Junge. Nein. Auf. Verzieh dich. So. Hier geht's runter zum Shop. Da gehen wir mal als erstes hin. Denn erstens haben wir Steam Sale. Zweitens viel Geld. Mehr Geld. Okay. Und das lohnt sich doch auch direkt. Sehr, sehr schön. Das hat sich nicht gelohnt, aber damit kann man halt auch nicht rechnen. So, prima. Dann machen wir doch gleich mal den Weg nach drüben auf. Dass wir nicht nachher plötzlich Red Keys missen.
und uns da irgendwas fehlt. Das wäre doof. Und ärgerlich und doof. Na, dass wir alle Wege offen haben, dass wir auf jeden Fall alles ablaufen können. Hier ist dann der nächste Boss. Wobei die Frage ist natürlich, wo wir anfangen. Man weiß es nicht so genau. Hä? Okay. Da gehen wir einmal wieder außen rum. Oh! Oh, das war nicht so schlau. Scheiße. Das war gar nicht so schlau, aber was soll's. Also ich muss halt sagen, so gegen Mother sehe ich mich noch nicht. Ne? In der Ausrüstung, die wir jetzt haben, gegen Mother sehe ich mich noch nicht. Das kommt ja auch noch. Also wir müssen da den Kampf auch noch schaffen. Oh, das wird jetzt unangenehm. Okay, die Hände sind weg und der Rest auch. Ne, mehr kann die nicht mehr revealen, glaube ich. Ich glaube, mehr kann die nicht mehr revealen. Das ist in Ordnung so. Und da einfach nochmal 3 Münzen. Okay, dann gehen wir jetzt noch zum letzten Itemraum. Und dann würde ich die beiden Bosse einmal ablaufen und dann sehen wir ja, ob der Fuß kommt und ob man aus dem Fuß wieder rauskommt. Wie gesagt, meine Vermutung wäre, dass das nicht geht, aber wir wissen es noch nicht. Yo! Ja, Tech X. Aber, wait. Ist Tech X jetzt bezogen? Überschreibt das jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Wie ist denn da die Synergie? Also, wir haben als erstes die Sense eingesammelt und jetzt kommt Tech X dazu. Ist halt stärker. Ja, also auf jeden Fall nehmen. Müsste schon besser sein am Ende. Boah, aber so viele Items. Achso, weil wir ja auch Dings More Death Options hatten, ne? Puh. Ach, das gibt ja... Das gab's zusätzlich. Ich habe so viel Geld. Ich bin ganz ehrlich, da würde ich jetzt wirklich auf was richtig Krasses rerollen. Wahrscheinlich schreit ihr bei den meisten Items, nimm das! Oh, das Ding geht kaputt. Das ist jetzt blöd, ne? Das ist jetzt doof. Da habe ich mich jetzt ein bisschen selbst verarscht. Muss ich gestehen. Weil das sind beide Spacebar-Items, ne? Ich meine, das ist schon insane gut. Ach so, aber das... Oh, das funktioniert gar nicht so wie... Ah, ja, stimmt. Das lädt sich jetzt nicht von selber auf, weil man nicht die ganze Zeit auf der Taste bleibt. Aber ich brauche das ja auch für die nächste Ebene. Also ich kann jetzt ja nicht ohne Book of Secrets weitergehen. Ja, da habe ich mich ein bisschen... Also sollten wir noch was finden, was Items changed, dann wäre das gut. Ich meine, jetzt können wir ja noch umsonst weitergehen und gucken, was der Red Key uns noch so bringt. Weil ich jetzt hier tatsächlich bei den Gegnern, muss ich ganz ehrlich sein, fast ein bisschen Angst habe, dass wir am Ende mit weniger Energie hier rauskommen. Aber es liegen einige Herzen ja auch rum. Also wir kommen ja an die Sachen noch ran. Oha. Mach dich mal weg, Freund. Okay, da gehen wir, da opfern wir mal einen Schlüssel, wir haben eh genug. Okay, das hat einige Bomben gegeben.
Ach, und hier schon wieder Schluss. Auch interessant. Da ist schon wieder finito. Dann würde ich mal von dem Itemraum da drüben noch ein paar Schritte nach unten gehen. Und da gucken, ob wir noch was finden. Hier von dem aus. Viel haben wir nämlich nicht mehr vom Red Key. Also, selbst wenn man gezielt... Das muss man mal so sehen, ne? Selbst wenn man wirklich gezielt spielt, verbraucht man den Red Key fast vollständig. Das ist schon... Schon ist er... Oh, Sun lädt mich voll auf. Und Fool. Sun nehmen wir natürlich mit. Ganz wichtiges Item jetzt. Gut, dass wir hier rein sind, siehst du? Musst du noch mal kurz klären. Ich komme an alle Bosse schon ran, ne? Ich habe jetzt nicht irgendwo... Ja, doch, ich komme an alle Bosse ran. Ach, und wir haben ja auch noch diesen Regenbogen-Poop. So, eine Aufladung haben wir noch. Okay. Letzte Aufladung. Jetzt nicht mehr einsetzen. Jetzt nicht mehr Q drücken. Ganz wichtig. Jetzt nicht mehr Q drücken. Das könnte dann ganz, ganz schief gehen. So. Okay, dann gehen wir als erstes zu dem Boss rechts von mir. Nehmen hier erstmal das Herz mit und entern jetzt diesen Bosskampf hier. Okay, es ist schon mal nicht der Fuß. Das heißt, der zweite müsste der Fuß sein. Zumindest, wenn es eine ganz normale Deaths-Ebene ist, die XL ist. Dann müsste der Fuß kommen. Wir werden sehen, was kommt. Ah, erstmal ein steiles HP ab. Sehr schön. Okay. Dann weiter zum nächsten Boss. Und dann werden wir sehen, ob wir aus dem Fuß wieder raus können oder nicht. Wenn das der Fuß ist. Beides wissen wir noch nicht. Beides haben wir noch nicht gelernt. Gar nicht gesehen, dass hier noch Zeug außenrum ist. Da kann ich noch Geld holen. Okay, eine Münze. Aber hey, eine Münze ist eine Münze. So, hier kommt mir alles nicht zu. Hier komme ich überall nicht weit. Ach, ach so, das habe ich nicht aufge... Ah, Moment, das kann ich ja trotzdem aufmachen. Ich kann ja beide Truhen aufmachen, die gefährlich sind. Ich habe ja Herzen rumliegen, ich Volltrottel. Das tut ja nicht weh. Ja, das tut schon weh. Okay. Dann Bossfight. Da ist noch eine Truhe. Habe ich die einfach liegen lassen? Ah, schade. Habe ich die liegen lassen oder kam ich da nicht ran? Ach, das ist die. Ja, ist ja gut. So. Es ist nicht der Fuß, okay. Also kommen einfach zwei normale Deaths-Bosse. Und dann kann man natürlich auch ganz normal raus. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Dann müssen wir uns gleich wieder Energie holen, wenn wir hier raus sind. So. Ja, gibt's noch einen Guppy Hairball. Ja gut, da haben wir die Energie auch schon wieder. Und weiter kann ich ja nicht gehen. Weiter kann ich nicht gehen, ohne Dark Esau zu beschwören. Insofern gehen wir weiter in die nächste Ebene. Aber die nächste Ebene müsste jetzt ja schon Korps sein. Oh Gott. Ja gut, auf geht's. Ich hoffe, in Korps kriegen wir noch so ein paar Items zusammen. Ich bin so mit dem, was wir aktuell haben, das reicht mir noch nicht. Mal schauen. Ja, da ist jetzt die Korps-Ebene. Oh, beziehungsweise Utero, okay. Utero, meinetwegen auch das. So. Dann einmal Book of Secrets. Achtung, es geht los. Was ist das denn? Nur so ein kleiner Bereich? Ist hier nur der Boss?
Ist hier nur der Boss und sonst nix? Also beziehungsweise nur Spezialkram? Das würde ja bedeuten, dass ich nach Dings nichts finden werde. Hier, weißt du schon. Über die normale Suche werde ich nichts finden. Oh, shit. Über den Kompass, das meinte ich. Über den Kompass-Effekt. Kann ich mehr reden. Oh, damn. Mein gutes Herzen schon mal rumliegen. Das ist wichtig und richtig. Aber shish. Ach komm. Ach komm. Okay, zwei Räume noch. Hilfe, was seid ihr denn? Oh. Oh, ja gut, das ist jetzt halt so eine Sache. Okay, da ist der Boss tatsächlich. Da ist nur der Boss. Wir haben noch nicht allzu viele Herzen, die rumliegen. Also ich sollte aufpassen mit dem, was ich tue. Ich sollte wirklich aufpassen mit dem, was ich tue. Wenn ich es jetzt nämlich riskiere, durch das Rumlaufen noch mehr Schaden zu nehmen. Okay, jetzt liegen mehr Herzen rum. Wenn ich nämlich riskiere, durch das Rumlaufen mehr Schaden zu nehmen, als ich Nutzen dann davon habe, ist es schlecht. Aber ich würde schon noch jetzt hier weiter rumgucken wollen. Und zumindest den Dings ausnutzen, den wir haben. Ne? Den Red Key. Den würde ich schon noch ausnutzen wollen, den wir zur Verfügung haben. Kann, denk ich, nicht verkehrt sein. Ja, guck mal, wir haben genug Herzen, die rumliegen. Bisher ist es okay. Kein Raum kann so schlimm sein, dass wir alle Herzen verlieren, die ich im Moment aufladen könnte. Und wir sind am Ende. Wir sind unten. Wir sind unten, okay. Dann gehen wir einmal nach eins nach rüber. Okay. Dann gehen wir mal den normalen Weg unten entlang. Vorsichtig. Ah. Da geht schon los. Dann gehen wir. Haben die irgendwo ein X über irgendwo? Nee, ne? Ich sehe kein X auf die Schnelle. Mal hier weiter. Oh, was ist das auf der Karte? Ihr kennt's nicht. Ah! Okay. Was ist jetzt da? Also es dürft ja nicht weiter nach unten gehen. Hä? Es geht weiter nach unten. Oh, scheiße. Es geht weiter nach unten?
Oh, hier geht's auch nicht weiter. Wenn das Spiel mir erlaubt, weiterzugehen, dürfte das doch nicht die Challenge zerstören. Gab es sowas nicht schon mal? Da. Wenn man dumm rumläuft. Hätte ich später machen wollen, aber gut, ist egal. Gab es sowas nicht schon mal? Oha! Risky, aber wir könnten es eigentlich machen. Na, das lass lieber. Das lass jetzt lieber wirklich. Aber gab es sowas nicht schon mal? Dass man gar nicht den eigentlichen Boss besiegen musste, sondern wenn man weitergekommen ist, konnte man auch einen anderen Boss machen? Und dann hat es die Challenge genauso beendet. Ich meine irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Gab es sowas nicht schon mal? Okay, wisst ihr was? Mit Hankman gehen wir da jetzt mal rein. Scheiß drauf. The Hanged Man. Du kannst gleich mal bleiben, wo du bist. Okay. Und jetzt ein riskanter Stachelweg. Ah, das jetzt nicht so gebracht, aber dafür konnten wir umsonst raus, weil wir den Schaden noch hatten. Cool. Okay. Leute, es kann sein, dass ich jetzt, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich versaue mir jetzt die Challenge komplett. Das ist Möglichkeit 1. Oder Möglichkeit 2. Ich habe gerade von dem Spiel eine super Möglichkeit bekommen, die Challenge einfach abzuschließen. Ich gehe jetzt da rein. Und ich hoffe, dass das passiert, was ich vermute. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Ich hoffe, es funktioniert. Wir müssten jetzt in Sheol landen. Wir müssten jetzt in Sheol landen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir sind in Sheol. Okay. Achtung, Map. Es funktioniert. Die haben das ja auch implementiert, offenbar sogar. Also man darf hier hin. Muss ich dann jetzt nicht mal Satan bekämpfen, sondern einfach nur einen Sheol-Boss? Was ist ein Sheol-Boss? Was ist ein Sheol-Boss? Wäre natürlich jetzt eine interessante Frage, ne? The Stars könnten wir gut nutzen, aber dann ist Sun weg. Aber ich weiß jetzt, dass hier The Stars ist. Sollte irgendwas komplett schief gehen. Ich weiß jetzt halt nicht, das ist mein Problem noch. Ich muss jetzt erstmal... Ich baue mir jetzt schon mal einen sicheren Weg zum Boss. Ich denke, das kann ich schon mal machen. Ich baue mir jetzt schon mal einen sicheren Weg zum Boss. Und sobald wir... Oh, vorsichtig. Und sobald wir, wieder genug Aufladungen haben, kann ich ja hoffen, dass mir die Map freigeschaltet wird. Oha. Da gehen wir doch gleich rein.
gehen wir gar kein Risiko hier mehr ein. Holen uns, was wir kriegen können. Sehr schön. Ah, unter uns sind die eigentlichen Wege. Sehe ich gerade. Jetzt wäre hier ein Bossraum offen. Soll ich einmal reingehen und wir gucken, was passiert? Was kann schon schief gehen, oder? Satan. Okay, dann ist es schon der Satan-Kampf. Weil wir sind eigentlich recht stark. Jetzt einfach nicht zu sehr aufregen. Ich hätte natürlich jetzt eigentlich die Itemräume noch mitnehmen wollen. Ich dachte halt, vielleicht kommt ein anderer Boss, aber es kommt dann wahrscheinlich schon Satan. Also, wir sehen ja, dass Satan kommt. Okay. Nein. Ich gehe schon mal vorsichtig auf die Sun, falls ich sie einsetzen muss. Aber sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Die Frage ist nur, ob jetzt der Raum die Challenge als abgeschlossen zählt oder nicht. Das ist die Frage. Oh yes. Ja, so kann man auch Red Redemption abschließen. Man muss gar nicht bis Mother spielen. Ich hätte das... Nach dem letzten Part dachte ich wirklich, das ist eine Challenge, da werde ich Stunden rein investieren, bis ich das mal kriege. Aber wow! Also, wenn du sowas wie eine Karte hast, ist die Challenge voll machbar. Und vor allem, wenn du den Weg findest, von Dings aus nicht zu Mother zu kommen, sondern nach Sheol. Ist das ein... Das ist erlaubt, oder? Also, ist mir jetzt hier jemand böse, dass ich Mother nicht besiegt habe bei der Challenge? Ich hoffe nicht. Denn ich glaube, die hätte mich komplett vermöbelt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.